da melde ich mich auch mal wieder zurück. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog oder Vlog heißt es ja eigentlich, so ein Video-Logbuch machen wir ja. Eigentlich gibt es bei uns ja täglich Vlogs zu sehen und jetzt habe ich mich ein paar Tage nicht gemeldet. Das liegt daran, dass wir ultra viel zu tun haben im Moment. Der Bernd baut gerade draußen auf. Es ist nämlich jetzt wieder sehr warm geworden, obwohl es ja schon voll herbstlich war. Ich habe heute auch so Rock wieder an, weil es 32 Grad werden soll. Und wir können ja hier so wie so einen kleinen Garten abgrenzen, dass Murphy auch raus kann und wir die Tür aufmachen. Und das baut der Bernd gerade auf. Deswegen ist es ganz aufgeregt. Ja, jedenfalls habe ich nicht gevloggt, weil wir so viel zu tun haben mit dem Umzug. Also wir bringen fast täglich, immer neben der Arbeit und so, Sachen ins Haus, sortieren aus, entrümpeln. Gestern Abend waren wir bis, weiß ich nicht wann, im Garten und haben Holz gesägt, also den Hühnerstall abgebaut und dann das Holz klein gesägt. Dann hatten wir welche da für eBay Kleinanzeigen, das ist Trampolin, das hatten wir verschenkt. Dann wurde das halt halb abgebaut, weil dann wurde es dunkel, die kommen dann am Wochenende wieder. Ja, und ich schaffe es halt sehr schlecht im Moment so wirklich zu vloggen. Deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt immer, wenn ich ein paar Minuten Zeit habe, so wie jetzt, nehme ich halt was auf und schneide es dann halt zum Video zusammen, wenn ich genug Material habe. Es können 2 Tage sein, 1 Tag sein, 5 Tage sein, je nachdem. Ihr werdet sehen. Da kommt der Bernd. Darf ich aufmachen? Ja. Freiheit für den Smurfy. Bitte? Ist doch recht zu? Ja, ist zu. Komm, Smurfy. Komm rein. Genau, wir haben nämlich hier das Tor. Er ist der Chef, sagt er. Und da haben wir auch zu. Dann haben wir schön lüften. Sag mal guten Morgen. Morgen. Was hat er zum Morgen schon wieder? Weiß ich nicht. Er ist aufgeregt. Ich bin hinten noch am Auto aus. Sonst kriegst du auch keinen Shake. Popel. Augenpopel von Smurfy. Ja, du kriegst alles nur auch Shake, wenn Kamera an ist. Deswegen sagt der Bernd immer, mach einen Vlog, weil dann geht es mir besser. Ja, hat die bessere Laune. Ja, okay. Jetzt geht's erstmal los mit der Arbeit. Ja. Ja. Lass die Kamera an. Soll ich anlassen, die Kamera? Warum? Wegen Laune. Kann man auswollen, wir merken nicht. Ja. So, zack, ist der Tag auch schon wieder vorbei. Das ging so schnell. Oh Mann, ich habe euch heute Morgen noch erzählt, dass gestern jemand hier wegen dem Trampolin abbauen. Das haben wir verschenkt und ja, dann hat er irgendwie gesagt, ja, er hätte nicht genug Werkzeug und er kommt am Wochenende. Ja, und heute hat er dann abgesagt und dann habe ich die Nächsten angeschrieben, die das auch haben wollten. Und die wollten dann eigentlich um 19 Uhr kommen. Und dann sind die aber erst um 20 Uhr gekommen. Ja, und ich dachte schon, dass die gar nicht mehr kommen. Ich habe es dann schon wieder reingesetzt bei eBay Kleinanzeigen, das Trampolin. Und ja, dann waren die halt um 20 Uhr da. Das waren 2 Männer. Und die haben 2 Werkzeugkoffer mitgenommen. Und zack, zack, war das abgebaut und ab im Auto. Ich meine, es war schon dunkel dann im Garten. Und die Federn lagen dann alle im Rasen und der Rasen ist halt so voll hoch und man hat die nicht gesehen und ich dann so mit der Taschenlampe immer geleuchtet, ne? Dann haben wir noch welche gefunden und dann habe ich gesagt, ja, wenn ihr noch welche sucht, also wenn euch welche fehlen, die liegen dann bestimmt hier, ne? Dann meldet euch, dann könnt ihr die ja noch abholen und so. Ja, aber ist das jetzt auch endlich weg, aber es war halt voll schnell so und der gestern hat 1/2 Stunde da geackert und der ist gar nicht weitergekommen. Ja. Wir haben es geschafft. Morgen ist auch wieder einiges geplant. Morgen werden die Sofas abgeholt. So ist zumindest der Plan bis jetzt. Die hatten wir ja bei Poco geholt. Das hatte ich euch in einem Vlog. Da habe ich euch mitgenommen nach Poco. Und ja, morgen ist es soweit. Morgen will der Bernd
die mit dem Kollegen abholen und ich bin sehr gespannt, wie die wirken. Also oben bei Calvino im Zimmer können wir es schon auspacken und unten werden wir es noch eingepackt lassen. Es ist jetzt im Erdgeschoss tapeziert, aber es muss halt noch gestrichen werden. Also die Decke ist grundiert, damit das Nikotin nicht mehr durchkommt, die Holzdecke, und die Wände müssen noch gestrichen werden. Ja, und jetzt am Wochenende wird auch die Küche abgeholt. Ach, das nimmt alles so Form an. Und ich nehme euch morgen auf jeden Fall auch mit. Dann zeige ich euch das, ja, die Fortschritte am Haus. Hallo, ist schon der nächste Tag. Und ich habe jetzt Calvinos Zimmer ein bisschen ausgeräumt. Das nehme ich gleich schon mal mit zum Haus. Bernd ist ja mit dem LKW oder Transporter unterwegs, die Sofas holen. Und ja, damit ich keine leere Fahrt mache, aber ich darf halt auch nicht so schwer heben, weil, ne, ihr wisst ja, ja, habe ich halt nur die leichten Sachen genommen, aber das Auto ist trotzdem voll. Ich zeige euch mal, was ich alles habe. Also Calvino hat hier so ein großes Sitzkissen, das wollte ich schon mal mit rübernehmen. Und hier ist ein ganzer Sack, da unten sind alles Handtücher und Putzlappen und sowas. Und hier oben ist noch ein Kissen und eine Bettdecke drin. Dann nehme ich das hier mit. Das ist so ein Torten-Dingsbums, wie auch immer das heißt, Transportbox. Und weil ich so rustikal bin, zeige ich euch, was ich gemacht habe. Ich habe das einfach hier runtergeschmissen. Der Schnobi, der Pikachu, und das ist auch so ein Kuscheltierball. Und da ist ein Schlafsack drin. Und das räume ich jetzt gleich alles ins Auto. Das ist jetzt einmal der Kofferraum. So, ich habe gerne immer so ein bisschen hier Platz, dass ich halt noch gucken kann. Deswegen habe ich noch was nach vorne gepackt. Hier. Einmal diesen riesen Ball und der Sack mit den ganzen Handtüchern. Auch schwanger kann ich meinen Beitrag leisten und keine leere Fahrt zum Haus zu machen. Aber ich sag euch, es ist wieder so warm jetzt, 30 Grad, und das ist ätzend. Das ist wirklich nicht schön mit dem dicken Bauch. Ja, ich habe auch keinen Bock, mich zu schminken. Also habe ich ja sowieso nicht, aber wenn es so heiß ist, ist es noch schlimmer. Und eigentlich würde ich gerne den ganzen Tag die Rollos runter haben und nichts tun. Aber dann kommen wir auch nicht weit. Bernd hat gerade angerufen, der ist jetzt am Haus, wartet auf seinen Kollegen und dann fahren die gleich los. Und der ist echt groß geworden, der Bauch, ne? Wahnsinn. Ja, ja. Meine Güte. Ortswechsel. Wir sind jetzt hier im Haus und Bernd hat gerade angerufen, der ist auf der Autobahn mit den Sofas unterwegs hierhin. Und ja, wir sind aufgeregt, wie es hier aussieht. Ich zeige euch jetzt mal erstmal, was hier so die Maler schon gemacht haben. Moment. Also die Küche wird am Wochenende abgeholt, die ist jetzt verkauft und ihr seht, es ist schon mal tapeziert. Das trocknet jetzt erstmal. Dann wird noch der Rest hinter der Küche tapeziert und dann wird alles gestrichen. Hier ist schon das Türgitter gekommen von meinem Lieblingslieferanten. Das kommt hier hin, damit der Smurfy halt nicht hoch und runter kann, wie er möchte. Und die haben auch sogar hier, schaut mal, die Türen gestrichen. Das ist jetzt nur grundiert, genauso wie hier die Decke. Die ist nur grundiert, dass das Nikotin nicht so durchkommt. Das sieht man auch hier. Und da wird nochmal drüber gestrichen. Wir haben uns auch neue Lampen bestellt hier, diese Spots. Die haben wir schon da, die müssen nur dann angebracht werden. Und hier der Teppich, kommt auch alles weg. Wird neu gemacht und jetzt gehe ich mal gucken, was oben los ist. Murphy? Der Schraubenzieher. Er ist unten. Der ist hier. Ach so. Aus. Ja, und dann müssen die beiden Männer gleich nur noch hier die Sofas hochschleppen.
Und dann sind wir wieder ein Stück vorangekommen. Das hat jetzt gedauert, Leute. Was ein Akt. Eigentlich wollte ich das noch auspacken und so. Ach, das hat jetzt 3 Stunden gedauert. Wir hatten zum Glück noch mehr Helfer dann gefunden. Aber wir haben das Auto kaputt gefahren, diesen Transporter. Wir mussten eine Treppe auseinanderbauen, ein Geländer, also die ganzen Helfer. Aber ich erzähle euch das nachher. Jetzt ist ja Chaos. Ich zeige euch unten noch. Also hier oben steht jetzt so die eine Hälfte von Calvinos Sofa. Mal gucken, wie eine Ruhe runter im Bauch. Oder stört dich das? Wenn ich mich hinlegen kann, ist mir das egal. Okay, dann lass das Samstag bei uns machen. Ja, dann können wir vor, dann hier oben vielleicht. Ja, das ist, glaube ich, das zweite von Calvino. Genau, und hier sind unsere 3. Ja. Können wir nochmal telefonieren? So, es ist schon wieder der nächste Tag. Es tut mir leid, ich habe gestern Abend wieder nicht mehr gevloggt. Oh, wartet. So, oh, hier ist mein Shake. Ein bisschen richten. Es ist noch früh morgens, 8:30. Die Männer sind jetzt aus dem Haus und ich trinke jetzt meinen Shake erstmal. Und erzähl euch, was alles passiert ist. Auf Instagram habe ich euch gerade schon Bescheid gesagt, dass alles bei uns in Ordnung ist. Denn ich habe einige Nachrichten bekommen, weil ja jetzt schon der 4. Tag ohne Vlog ist. Normal kommt der tägliche Vlog. Haben sich tatsächlich einige von euch Sorgen gemacht. Vielen Dank. Also es ist alles in Ordnung. Es ist halt nur sehr stressig bei uns zurzeit. Und deswegen habe ich euch eben auf Instagram schon mal Bescheid gesagt, dass es uns gut geht, nur habe ich halt auf Instagram, keine Ahnung, 180 Menschen oder so und hier schauen halt wesentlich mehr und ja, ihr wisst jetzt nicht so Bescheid, tut mir leid. Ja, was ist gestern alles passiert? Es war eigentlich sehr entspannt geplant. Bernd hatte sich ja diesen Transporter gemietet, hatte seinen Kollegen abgeholt. Die wollten halt die Sofas abholen, wenn wir einmal dieses riesige U-Sofa gekauft und für Calvino oben so ein L in seinem Zimmer. Dann sind die da hingefahren und eigentlich wollten die eventuell noch ein Bett abholen bei Ikea. Aber da wir uns noch nicht entschieden hatten, ob wir jetzt selber ein Familienbett bauen oder so ein 1,80er Bett von Ikea nehmen und dann hinterher einfach noch ein größeres Bett dran stellen, haben wir das sowieso schon verworfen. Aber es hätte auch sowieso nichts mehr in den Transporter gepasst. Also das war voll. Dieses U-Sofa, das ist so riesig, sage ich euch. Also unglaublich. Ne? Die sind angekommen, der Bernd mit seinem Kollegen bei uns zu Hause. Und so, oh mein Gott, wie sollen wir das jetzt da reinkriegen? Ne? Weil wir haben so eine Außentreppe, wo du dann ins Haus gehen kannst. Die ist relativ steil und wenn du halt oben bist, dann musst du noch ums Eck rein ins Haus. Und die ist auch hoch. Und ja, diese Riesenteile und dann mit 2 Mann und dann die Treppe hoch, das wäre ja noch gegangen. Aber dann ums Eck da rein, also habe ich gesagt, oh mein Gott, das schafft ihr niemals mit 2 Mann. Und ich kann auch überhaupt gar nicht helfen, Calvino konnte auch nicht helfen. Ja, okay, dann haben die erstmal gesagt, dann bringen wir erstmal ein Teil nach oben. Ja, haben die dann so hochgebracht, ein Teil. Das war schon, also nicht das größte, sondern eins von den einfachen Teilen. Und ja, in dem Moment, wo sie gerade ums Eck gegangen sind, rief jemand von unten, der Transporter rollt, der Transporter rollt. Ja, da wurde vergessen, halt Handbremse zu ziehen und einen Gang reinzumachen. Ja, das ist mir auch schon passiert, das kann jedem passieren. Das ist echt scheiße gelaufen, es ist zum Glück nichts Schlimmes passiert. Also es wurde keiner verletzt, das ist ja wirklich das Wichtigste. Da fahren manchmal auch Kinder mit dem Fahrrad und so und oh mein Gott, das hätte man ja nie im Leben sich verzeihen können, dann ist er halt gegen so einen Container gerollt, ne? Und vorne an der Motorhaube, ich blende euch mal ein eben. Ja, hier seht ihr das. Ja, kann passieren. Ärgerlich, aber nutzt nichts. So Dellen und Kratzer sind da halt, ne? Ja, wie gesagt, es ist doof gelaufen. Klar müssen wir für den Schaden aufkommen, machen wir ja auch. Aber ich bin froh, dass niemandem was passiert ist. Das ist wirklich das Wichtigste.
in Anführungsstrichen Scheiß drauf. Ne? Also Schaden kann man ersetzen. Ne? Ja, und dann hat Bernd und sein Kollege haben das die Sofas dann erstmal ausgeladen, dahingestellt und haben den Transporter weggebracht und wollten das klären. In der Zwischenzeit stand ich, schwangere Frau, da mit diesen Sofateilen an der Straße. Und die Nachbarn sind halt gekommen und oh mein Gott, so hilfsbereite Menschen habe ich im Leben noch nicht kennengelernt, glaube ich. So, ja, kein Problem, ne? Wir helfen, wir schleppen das hoch. Und Bernd war, wie gesagt, mit seinem Kollegen gerade nicht da. Dann sind da drei Männer gekommen und fangen an, die Sofas hochzuschleppen. Ich sage, wartet doch, ne? Die kommen ja gleich wieder. Denn mit fünf Mann ist das ja viel besser, weil wenn dann einer mal nicht mehr kann, weil das wirklich Riesenteile waren, ne? Mit fünf Mann ist es doch viel einfacher und so, dann kann man mal eben sagen, ich kann nicht mehr, halt du mal oder so, nein. Dann sind die zu dritt da hoch und dann um die Ecke dieses riesen U-Sofa-Teil, Treppe hoch und dann so. Und dann ist hier so ein Geländer und wenn das jetzt das Sofa ist, haben die das so da drüber gehalten, übers Geländer, dass man von unten dachte, das fällt gleich runter. Ne? Calvino und ich und einige andere Menschen standen da so, oh mein Gott. Panik! Ja, aber dann haben die das halt so abgestellt auf dem Sofa, auf dem Geländer und das hat halt nicht da durchgepasst. Ne? Das war wie eine Geburt, sag ich euch. Das große Sofa hat nicht durch die Tür gepasst, weil dann noch ein Stück vom Geländer da war und so. Ich Bernd angerufen, ne, Bernd, komm schnell, die stecken hier fest, ne? Es gibt kein Vor, kein Zurück, die sind halt zu dritt und ja, keine Ahnung. Dann hat er gesagt, ja, ich komme jetzt sofort, ne? Der war gerade noch eine Kiste Bier holen für die Helfer, ich bin sofort da. Ja, in der Zwischenzeit haben die dann Werkzeug geholt, die Männer, und haben angefangen, das Geländer auseinanderzuschrauben und die Treppe auseinanderzuschrauben. Also da oben, das ist keine Ahnung, 2-3 Meter hoch, haben die dann mit diesem Riesenteil Sofa da oben angefangen, das Geländer und die Treppenstufen abzubauen, damit die das Sofa durch die Tür bekommen. Ne? Ja, dann ist Bernd und sein Kollege gekommen, sofort hochgesprintet, geholfen und das nur dieses Teil da reinzubringen, um die Ecke. Ich weiß nicht, 1,5 Stunden oder so hat das bestimmt gedauert. Das hat ewig gedauert. Und das war wie so ein Krimi von unten da zuzuschauen, wie die das da, meine Güte, also unglaublich. Und das war halt das schwerste Teil. Ne? Die haben dann alles abmontiert, das war quasi die Geburt, der Dammschnitt so. Zack, dann ging es durch. Ja, und die anderen Teile waren ja dann alle kleiner, ne? Das ging dann relativ einfach, also wesentlich einfacher. Und dann, ja, die Treppe wieder zusammenschrauben, alles montieren, dann im Haus halt hoch in die obere Etage bei Calvino das Sofa rein. Ja, und dann war auch schon, keine Ahnung, 20 Uhr oder so, da habe ich euch ja einmal dann rumgeführt im Haus und kurz erzählt, dass wir da einen Unfall hatten mit dem Transporter. Und dann hatten wir mega Hunger, dann sind wir halt zum Griechen gefahren. Die Helfer wollten wir auch einladen, aber die wollten alle nicht. Dann sind wir was essen gegangen, bis wir dann zu Hause waren, mit dem Hund gelaufen waren und hier dann so zur Ruhe kamen. Und da hatte ich auch keine Lust mehr zu vloggen, ehrlich gesagt. Ich war fix und fertig, das war so nervenaufreibend, sag ich euch. Und den Abend davor war ja auch schon hier mit dem Trampolin-Action. Das ging ja auch so lange, bis dunkel war. Und heute ist ein bisschen ruhiger, Gott sei Dank. Oh Mann, war das spannend. Naja, jetzt sind die Sofas drin mit dem Transporter. Die haben gesagt, ja, das, wir haben halt 550 Euro Selbstbeteiligung bei dieser Versicherung. Ja, man könnte jetzt sagen... Also erstmal sage ich euch, was die gesagt haben. Die haben gesagt, die werden das in eine Lackiererei bringen. Die machen jetzt keine neue Motorhaube oder so. Das sind ja halt, so ist zwar eine Beule und so, aber die lackieren das grob über und dann passt das schon. Kriegen wir halt die Rechnung zugeschickt. Es nutzt nichts. Ne? Und wir hatten ja mit uns so gehadert, ob wir das halt liefern lassen, die beiden Sofas. Das hätte 180 Euro gekostet, was ja eine Menge Geld ist. Wir hätten es auch gemacht und hätten es auch bezahlt. Allerdings haben die uns gesagt bei Poco, wenn die das liefern, müssen wir halt gewährleisten, dass die einfach, also tragen, einfach ins Haus rein und abstellen. Und das, was da gestern los war bei dem großen Teil, das hätten die niemals gemacht, da die alles auseinanderbauen und sowas alles. Und die hätten uns das einfach unten vor die Tür gestellt. Und wenn wir dafür dann 180 Euro bezahlt hätten, da hätte ich mich richtig geärgert und der Bernd auch. Und deswegen... ist es jetzt zwar teurer quasi, weil wir die Rechnung doch bezahlen
müssen für den Transporter, aber ich zahle lieber 100 Euro mehr, als wenn ich mich so geärgert hätte, wenn die das geliefert hätten und unten stehen gelassen hätten. Ja, da hätte ich mich richtig geärgert. Und man hätte ja dann auch mitgeholfen, wenn die da nicht um die Ecke gekommen wären mit dem Sofa und so. Und wenn dann was passiert wäre, wenn das runtergefallen wäre, wäre die nicht dafür aufgekommen. Da war nämlich einer der Helfer, die haben gestern erzählt, die hatten so eine Glastür bei sich und haben auch Möbel geliefert bekommen. Die sollte ausgehangen werden, diese Glastür, damit die da irgendwie durch die Tür passen, die Möbel. Und dann hat der Hausbesitzer quasi, ja komm, ich helfe euch eben, ich nehme die Tür raus. Und der andere also Arbeiter, die halt bezahlt wurden dafür, hatte irgendwas gemacht, dass diese Glastür geplatzt ist, ne? Keine Ahnung, ich weiß nicht was, das war so aufregend, habe ich nicht richtig zugehört gestern. Und die nehmen sich nichts davon an, die Firma, ne? Die haben gesagt, weil der Eigentümer seine Finger damit im Spiel hatte, ist er quasi selber schuld und die nehmen sich nichts an. Und das wäre noch ärgerlicher gewesen gestern. Ja, es ist nun so, wie gesagt, ich bin froh, dass niemandem was bei diesem Unfall passiert ist. Gott sei Dank. Und ja, die Sofas sind drin. Heute ist es ein bisschen ruhiger. Ich kann mich heute ein bisschen ausruhen. Und morgen gibt es dann... Morgen ist richtig Action. Da, also, das zeige ich euch morgen. Auf jeden Fall ist morgen wahrscheinlich eine Nachtschicht. Ich nehme euch mit. Ich werde vloggen zwischendurch. Ganz viel Zeit am Haus morgen mit vielen Helfern und ja, es wird spannend und lustig bestimmt. Ich gucke, inwieweit ich filmen kann. Das konnte ich ja gestern dann auch nicht, weil halt so viele Helfer da waren, die ich ja jetzt auch nicht so kannte. Ne? Wenn dann da die Nachbarn kommen, dann kann ich ja nicht sagen, warte, ich filme mal eben hier. Ihr seid dann auf YouTube, das macht man ja auch nicht. Deswegen habe ich halt gar nicht gefilmt dabei. Das war dann dieser Kuddelbuddel-Umzugs-Unfall-Haus-Vlog, Renovierung. Alles gemischt wieder. Und ja, ich melde mich morgen einfach in dem Vlog wieder, wie es weitergeht. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Und ja, bis morgen. Tschüss.